Des Österreichers letzter Wille ist die Marille. Marillenknödel sind meine absoluten Lieblingsknödel und perfekt im Sommer, fruchtig im Geschmack und süß. Ich zeige euch in diesem Video, wie der Dampfgarer die besten Marillenknödel hervorbringt. Los geht's! Ich mache meine Marillenknödel mit Brandteig. Hierfür benötigst du 750 ml Wasser, 100 g Butter, eine Prise Salz, 500 g Mehl, 2 Eier und je nach Größe 20 bis 30 Marillen. Dazu serviere ich Semmelbrösel mit 80 g Butter, 150 g Semmelbrösel, 100 g Zucker, nach Belieben Zimt und zum Anrichten verwende ich noch flüssige Butter und zwar 150 g und Puderzucker zum Bestauben. Ich wasche die Marillen und lege sie einfach auf ein Handtuch zum Abtrocknen. Ich werde sie dann noch vorsichtig abtrocknen, weil sie doch empfindliche Früchte sind, also nicht zu fest reiben bzw. drücken, um eben sie zu schützen. Und wenn sie säuerlich sind, empfehle ich dir, sie zu halbieren, ohne sie dabei auseinanderzunehmen, die zwei Hälften, und den Kern durch einen Würfelzucker zu ersetzen. Das macht man deshalb so und trennt nicht beide Hälften, damit sie schön stabil bleiben und man sie nachher besser formen kann. Als erstes kommt das Wasser, die Butter und eine Prise Salz in einen Topf. So, jetzt bringen wir das Ganze zum Kochen. In der Zwischenzeit kann man die beiden Eier verquirlen. Also, das Ei ist nun bereit. Das Wasser und die Butter müssen nun schmelzen und zum Kochen gebracht werden. Und dann wird das Mehl dazugegeben und dann findet dieser Abbrennvorgang statt. Das heißt, das Mehl wird kontinuierlich bewegt, es entsteht ein Klumpen und am Boden setzt sich dann ein Belag fest, ein weißlicher. Und das ist das Abbrennen, das dann bewirkt, dass der Teig eben schön fluffig und locker wird. Wenn das Wasser mit der Butter dann kocht, wird das Mehl dazugegeben. Ich reduziere die Hitze auf mittlere Hitze und dann muss man schön eine homogene Masse entstehen lassen. Dabei kontinuierlich immer fest umrühren und wenn sich dann am Boden ein weißlicher Belag bildet, das zeige ich euch auch dann, dann ist das Abbrennen, hat es stattgefunden und dann kann man die Hitze komplett wegnehmen und den Teig weiterverarbeiten. Das Ei kommt danach dazu. Der Teig muss dann etwas überkühlen und dann erst kommt das Ei dazu, sonst haben wir Rührei. So, das kocht. Ich gebe nun das Mehl alles dazu. Und muss jetzt nun kräftig rühren, damit da ein Teig entsteht. Man sieht schon langsam verbinden sich die Flüssigkeiten mit dem Mehl. Und wichtig ist immer weiter rühren, bis der Teig eine homogene Masse wird und dann am Boden leicht eine weißliche Belag bildet. Das ist im Prinzip wie Fitness. Also ist körperlich für die Arme doch einiges an Arbeit. Das heißt auch abbrennen und nicht anbrennen, also wie gesagt, immer schön weiter rühren. Dieser Teil ist auch der körperlich anstrengendste vom ganzen Rezept. Dafür hat man danach tolle, wunderbar flaumige Knödel. Man sieht, es bildet sich schon mehr ein homogenerer Teig. Aber trotzdem, er braucht noch die Hitze, damit er eben am Boden diesen leichten Belag bildet. Und dann weiß man, okay, es ist gut. Und er muss dann etwas überkühlen, bevor die Eier dazukommen, einfach weil das sonst die Eier stocken würden. Ne? Ich mache hier eine große Menge, weil ich nicht alle auf einmal machen werde, sondern auch einfrieren werde. Aber natürlich könnte man die Menge auch halbieren oder einfach eine kleinere Menge machen und dann geht es natürlich einfacher. So, jetzt sieht man, am Boden bildet sich langsam so ein weißlicher Belag. Der Teig löst sich aber gut, ist an sich schon eine homogene Masse. Jetzt nehme ich die Hitze dann komplett weg, muss weiter rühren. Beziehungsweise ich werde den in ein anderes Gefäß umfüllen, einfach, dass er schneller überkühlt. Und dann werde ich die verquirlten Eier einmixen. Kann man Handmixer mit Knethaken zur Hilfe nehmen, weil sonst wird das Ganze sehr anstrengend. Da sieht man nochmal schön, wie der Boden sich auch leicht karamellfarben färbt. Also der wird, hat schön abgebrannt. Und jetzt gebe ich das Ganze in ein anderes Gefäß und arbeite da weiter. Damit kühlt er schneller ab, weil einfach mehr Luft dazu kommt. Ich werde es mit dem Mixer weiter kneten, weil das ist für die Hände schon sehr anstrengend bei der großen Menge.
So, ich quirle das jetzt, ich knete das leicht mit dem durch, damit es mehr abkühlt. Und dann kommt das Ei erst dazu, weil sonst würde es stocken. Und das Ei kommt nach und nach dazu. Man sieht, wie das richtig dampft, da kommt die Hitze noch raus. Man könnte ihn natürlich auch zum Abkühlen auf die Seite stellen, aber schneller geht es, wenn man immer wieder durchknetet und Luft reinbringt zum Abkühlen. Und wenn du eine Küchenmaschine mit Kochfunktion hast, dann kannst du das wahrscheinlich auch ganz einfach da drinnen machen, ohne viel Muskelaufwand. So, jetzt gieße ich ein wenig von der Flüssigkeit dazu, mache das nach und nach, dass ein schöner, glatter, glänzender Teig entsteht. Der Teig ist jetzt schon schön. Im letzten Schritt kann man auch, indem man sich die Hände befeuchtet, den direkt durchkneten mit den Händen, um den letzten Schritt zu machen und eben den Teig schön glatt zu bekommen. Aber ja, er fühlt sich gut an, ist eigentlich auch schon eine homogene Masse, hat einen leichten Glanz. Und mit dem kann man dann gut arbeiten. Brandteig ist ein sehr fetter Teig und deshalb muss man nicht bemehlen, sondern kann einfach mit feuchtem Wasser ein bisschen arbeiten. Ich gebe einen Hauch auf die Arbeitsfläche und dann forme ich eine Rolle mit dem Teig. Und da werden dann einzelne Teigstücke abgetrennt, um damit eben die Knödel formen zu können. So, machen wir zwei Stränge da draus. Man sieht, es klebt nicht. Das ist eben, man sieht, es ist einfach feucht und der Teig an sich ist sehr gut verarbeitbar. Einfach feuchte Hände und damit braucht man kein Mehl und gar nichts. Ich mache jetzt zwei Stränge mit ca. 5 cm Durchmesser und fingerdick werde ich den Teig dann herunternehmen und damit kann man dann die Knödel gut formen. Also man sieht, es lässt sich eigentlich sehr praktisch und ganz einfach verarbeiten. Bei dem Schritt dann. Ne? So, das wären viele Knödel, wie man sieht. Viel Teig. Ich mache jetzt einfach mal zwei Stränge und jetzt kann man dann im Prinzip einfach fingerdick abtrennen und dann die Knödel formen. Und wie gesagt, die Hände müssen schön nass bleiben. So, am einfachsten geht es mit einer Teigkarte, die befeuchtet ist und damit kann man es einfach abtrennen, so circa fingerbreit. Seht, das lässt sich ganz einfach trennen. Und wenn es kleben sollte, einfach wieder die Hände befeuchten und damit arbeiten. Als nächstes formen wir die Knödel. Dann mache mir die Hände nochmal feucht, nehme einen Teig und drücke ihn flach. Dann nehme ich eine Marille, lege sie rein und umschließe die Frucht mit dem Teig. Wichtig ist, dass man von außen nach innen arbeitet und eine schöne, glatte Naht erzeugt. Wichtig ist, dass die Dicke überall gleich ist und am besten zwischen den Handflächen innen den Teig um die Frucht wickeln. So, jetzt haben wir einen fertigen Marillenknödel. Ich habe jetzt nur 30 Knödel rausbekommen. Die 30 werde ich jetzt nicht alle auf einmal essen. Man kann diese auch einfrieren ohne Probleme. Ich werde jetzt ca. 8 bis 10 machen und dafür gibt es zwei Varianten. Entweder man macht sie im Topf, bringt Wasser zum Kochen, eine Prise Salz, gibt die Knödel rein. Wenn das Wasser wieder aufkocht, wenn die Knödel drinnen sind, 15 Minuten garen. Oder die Variante, die ich jetzt machen werde, im Dampfgarer, einfach die Knödel auf ein gelochtes Blech geben, dieses vorher einfetten und dann in den Dampfgarer geben, auch für 15 Minuten. Und sobald der die 100 Grad erreicht hat, startet die Zeit von 15 Minuten erst. Und danach sind sie fertig. Für die Variante im Dampfgarer fette ich das Lochblech ein und gebe dann auch die Saucière mit der Butter direkt in den Dampfgarer dazu, wo sie dann geschmolzen wird. Ich nehme jetzt einfach von der Butter etwas und fette das Lochblech ein,
damit die Knödel nicht kleben bleiben. Als nächstes nehme ich die gewünschte Menge. In dem Fall wäre ich 8 bis 10, je nachdem, wie viel sich da jetzt ausgehen. Man muss bedenken, die gehen auch etwas auf, also nicht zu eng setzen. Das gelochte Blech ist wichtig, weil dann der Dampf die Knödel komplett umschließen kann und sie so schön aufgehen können. 8 Knödel gehen sich gut auf dem Lochblech aus. Natürlich kann man auch mehr machen, wenn man ein größeres Lochblech hat, auch auf mehreren Ebenen, wie man möchte. Du wählst Betriebsarten, Dampfgarn, 100 Grad und stellst die Zeit auf 15 Minuten ein. Bestätigst und gibst die Bleche rein. Ich gebe die Saucière direkt dazu mit der Butter, die kann währenddessen auch schmelzen. Ich gebe die einfach aufs untere Blech. Ich habe dieses untere Blech damit, wenn was runtertropft, das aufgefangen wird und der Putzaufwand minimiert wird. So, die Tür geht zu und die 15 Minuten starten, sobald 100 Grad erreicht sind. Die übrigen Knödel gebe ich nun in Dosen, welche in den Gefrierschrank kommen, und ich kann sie zu einem späteren Zeitpunkt ganz einfach zubereiten. Wichtig ist, wenn man die tiefgefrorenen Knödel verarbeitet, dass man sie direkt in den Dampfgarer gibt oder ins kochende Wasser, also nicht vorher auftauen lassen. Setzt die Knödel nicht zu eng in die Dosen, weil es kann sein, dass sie sonst zusammenkleben. Also lass etwas Abstand dazwischen. Gut, während die Knödel im Dampfgarer garen, bereite ich nun die Brösel zu. Dafür nehme ich als erstes die Butter und gebe sie in die Pfanne. Die schmelze ich und danach gebe ich die Brösel dazu und den Zucker, eher bei niedrigerer Hitze und länger. Dafür werden die Brösel schön knusprig. So, im letzten Schritt kommt der Zimt noch dazu, damit er nicht verbrennt. Gibt noch eine feine Note. Und wichtig ist bei den Knödeln, dass man sie nicht dampfreduzieren lässt, weil wir eben den Dampf auf den Knödeln brauchen, damit die Brösel gut an den Knödeln haften. Also hole ich gleich die Knödel heraus und warte nicht, bis die Dampfreduktion vorbei ist. Und jetzt wälze ich die Knödel in den Butterbröseln. Um den Geschmack abzurunden, gieße ich noch etwas Butter drüber. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da.